Na, ich musste ja in den Videos feststellen, tau berechnen, wenn man R und C hat, ist es leicht, ne? Aber wenn ich habe mal die schwierige Variante gezeigt, das ist diese hier, wenn ich gar nichts habe, also eine Kondensatorladung, ich weiß kein R, kein C und ich muss ganz allgemein und über Logarithmen und so weiter die Sache errechnen, da haben die meisten schon nach na, 20 Sekunden abgebrochen und haben gesagt, da komme ich ja gar nicht weiter. Na naja, gut, also habe ich es nochmal schnell hier gemacht. Es geht um Folgendes, ganz einfach. Ich habe ein RC-Glied, also Widerstand und Kondensator, und möchte ganz einfach über den Widerstand von beispielsweise hier 4 Kiloohm und einen Kondensator 5 Mikrofarad den Kondensator aufladen. Wie, ja, welche Zeitkonstante gibt es da? Ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein, ich habe das alles schon zigmal erklärt. Vielleicht werde ich hier oben links anfügen, also links, nicht wie die Seite, sondern links heißt in diesem Fall Verbindung. Dann seht ihr hier oben einen Teaser, da könnt ihr draufklicken und dann habt ihr die entsprechenden Videos noch dazu, um euch noch zu vertiefen oder vielleicht doch die andere Variante sofort zu finden, falls ihr diese schon sowieso könnt. Na denn, gehen wir ganz einfach vor und zwar das Übliche. Also, wenn ich 4 Kiloohm oder Mikrofarad einsetze, dann gehe ich lieber mit besseren Einheiten ran. Kilo heißt ja mal 1000, also mal 10 hoch 3 Ohm. Kilo, 10 hoch 3. Oder 5 mal 10 hoch minus 6 Farad. Warum? Weil ich mit den, wenn ich einfach bloß 4 mal 5 rechne und dann mal gucke, vielleicht irgendwas rauskommt, da kommt garantiert was Falsches raus, wenn ich nicht Kilo und Mikro berücksichtige. Gut, Tau ist R mal C. Ich setze das mal so ein, ne? So kommt man nicht weiter. Wie sollen da irgendwie was in Sekunden rauskommen? Ich zeige gleich, wie es geht. Also sage ich, warte mal. Wenn ich mit solchen Einheiten nicht zurechtkomme und hier keine Sekunden entdecken kann, dann mache ich Folgendes. Dann schreibe ich einfach mal in einem Tabellenwerk, gucke ich nach und sage, ein Ohm ist ein Volt pro Ampere. Aha, naja gut. Oder ein Farad ist ein Coulomb pro Volt. Oder steht auch meistens gleich dahinter, deswegen habe ich noch einen Pfeil gemacht, eine Ampersekunde, was ja ein Coulomb ist, pro Volt. Oh, da ist eine Sekunde drin. Damit werde ich weitermachen. Und Ampere und Volt, oh, Ampere und Volt, und na, das passt. Also, schreiben wir das nochmal anders hin. Ich hatte ja gesagt, beziehungsweise, ne, 4 mal 10 hoch 3 Ohm mal 5 mal 10 hoch minus 6 Farad. Jetzt habe ich das entsprechend gehighlightet und habe gesagt, warte mal, 10 hoch 3 steht auf dem Bruchstrich, 10 hoch minus 6 kommt als normale 10 hoch 6 unter dem Bruchstrich. Also habe ich 10 hoch 3 und 10 hoch 6 hier übereinander stehen und kann durch 10 hoch 3 teilen, dann bleibt hier unten 10 hoch 3 übrig. Ich kümmere mich jetzt bloß um die Zahlen und sage 4 mal 5 ist 20, geteilt durch 10 hoch 3 sind 1000. Da kann ich die Nullen wegstreichen, also 2 Hundertstel, 0,02 muss rauskommen in Sekunden. Warum das funktioniert, werden wir gleich sehen. Ich habe ja das Ohm, ne, hier als Volt pro Ampere ersetzt und das Farad als Ampersekunde pro Volt. Und jetzt gucke ich, Volt steht oben und unten, also Volt durch Volt ist 1, Volt durch Volt ist 1, fällt also raus. Ampere durch Ampere ist 1, Ampere durch Ampere ist 1. Und was bleibt übrig? Genau diese Einheit Sekunde. Ja, und damit habe ich es. Leichter geht es eigentlich nicht. Wie gesagt, vielleicht mache ich jetzt auch zum Schluss nochmal einen Link zu solchen Playlists, wie man mit Einheiten umgeht. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall wollte ich das erstmal gezeigt haben, weil es die leichtere Variante ist und die meisten Leute nur die leichte suchen, weil sie nur die leichte gelehrt bekommen. Naja, es geht etwas abwärts mit der Bildung, aber das ist nun mal so. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat und verbleibe mit besten Wünschen. Tschüss.